wir haben heute mal einen leckeren Reisauflauf für euch gezaubert. Eigentlich ja für uns, wir futtern den ja auf. Und wenn ihr sehen möchtet, wie sowas gemacht wird, dann bleibt ein paar Minuten dran und wir zeigen es euch. Viel Spaß! Für unseren Reisauflauf, den habe ich mir irgendwann mal ausgedacht. Also es war eigentlich mal ein anderes Rezept und da mir das so nicht gefallen hatte, das waren gefüllte Paprikaschoten. Ich habe mir gedacht, da machen wir einen Auflauf draus. Und ja, dann habe ich das einfach alles ein bisschen umgemodelt. Also dieses Rezept werdet ihr bestimmt nirgendwo anders finden. Ich habe mir das dann für unsere Portionen jetzt zurecht gemacht. Wir brauchen einen Beutel Reis, also einen Kochbeutel, lässt sich besser machen. Wir brauchen ein bisschen Gemüsebrühe, um den Reis da drin zu kochen. Und später brauchen wir Gehacktes. Wir brauchen Creme Fraiche, zwei Tomaten, eine Paprikaschote, ein bisschen Fett zum Anbraten, Salz und Pfeffer. Und das Wichtigste an der ganzen Sache ist dann noch der Käse, der in den Auflauf und auf den Auflauf kommt. Als allererstes kochen wir dann unseren Reis. Der muss richtig schön ganz normal gekocht werden, bloß in Gemüsebrühe, damit der gleich ein bisschen Geschmack annimmt von der Brühe. Und ja, das dauert jetzt erstmal eine Weile, also erstmal den Reis in Ruhe kochen. Ich glaube, das sind jetzt so 500 Milliliter Brühe, die ich genommen habe. Während unser Reis dann jetzt kocht, das dauert ja ungefähr so 10-15 Minuten, denke ich mal locker, schneiden wir unsere Paprika klein, die Tomaten klein, eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe auch. So, ihr müsst dann immer gucken, wie viel von den Zutaten bei euch in solche Auflaufformen passen. Ich habe früher auch größere Mengen gekocht. Ich muss mich jetzt daran gewöhnen, für uns zwei ein bisschen weniger zu machen oder viel, viel weniger zu kochen und kleinere Töpfe, kleinere Auflaufformen und sowas zu nehmen. Ich habe mir jetzt gedacht, 300 Gramm Gehacktes reichen für uns. Ich habe jetzt auch bloß eine Paprika klein geschnitten. Wäre natürlich schön, wenn man eine rote, eine gelbe und eine grüne hätte. Ihr könnt natürlich auch solche gefrorene, geschnittene Paprika gleich nehmen. Dann hat man das schön bunt, aber in Rot geht es natürlich auch. Ich habe jetzt auch bloß eine Tomate genommen. Ich denke mal, das reicht so. Und jetzt braten wir das Gehacktes an und dann kommen die anderen Zutaten gleich noch mit dazu. Salz und Pfeffer dann natürlich nicht vergessen. Und da kann man auch immer nicht sagen, wie viel Salz oder Pfeffer da jetzt ran muss, weil einer mag es ein bisschen salziger und der andere halt nicht. Das müsst ihr immer nach Geschmack, je nachdem, wie ihr das haben möchtet. Ich möchte salziger. Ja, salzig und pfeffrig. So, und dann erstmal das schön bröselig anbraten. Bisschen knusprig und dann kommen die anderen Sachen erst dazu. Unser Hackfleisch ist jetzt so leicht angebraten und dann kommen die ganzen anderen Zutaten zu. Und das muss dann jetzt richtig alles schön so lange braten, bis die Tomaten schön verbraten, verkocht sind. Das schnuppert immer schon so lecker. Wenn früher konnte ich Knoblauch nicht ausstehen, ich weiß auch nicht. Und jetzt riecht es einfach lecker. Keine Ahnung warum. Wird lecker aus. Ja. Und man wird älter und dann riechen die Sachen irgendwie anders, keine Ahnung. Nach Knoblauch. Nach Knoblauch. Unser Gehacktes sieht jetzt schon relativ gut aus, also es fängt langsam an braun zu werden. Und dann machen wir einen Becher Schmand dazu. Der Schmand ist eigentlich für mehr Reis gedacht gewesen. Aber ich habe mir gedacht, ich jetzt den Becher dann vergammeln lasse. Also wenn man jetzt bloß die Hälfte davon nimmt, dann bleibt der Rest wieder über. Was macht man damit? Also mache ich jetzt hier einen ganzen Becher Schmand mit rein. Ihr könnt aber genauso gut auch, wenn er jetzt für vier Personen kocht, zweimal Reis reinmachen. Dafür reicht der Schmand auch alle Male aus. Oder Creme Fraiche halt. Ich habe jetzt hier Creme Fraiche oder Schmand, wie ihr wollt. Und gleichzeitig kann dann von dem geriebenen Gouda oder Emmentaler, was ihr gerne haben möchtet, da mache ich dann ungefähr so die Hälfte mit rein und dann wird das so eine schöne cremige Masse und den Rest von dem Käse machen wir dann oben drauf zum Überbacken nachher. Und das wird alles schön verrührt jetzt. Wird jetzt so eine schöne cremige Masse und da kommt dann der Reis gleich mit rein. Wenn der Reis dann soweit gekocht ist, dass er, naja, fast gar ist, dann kann der hier auch mit reingemengt werden. Der kann ruhig gar sein schon. Ja, ein bisschen zieht er aber noch, also dann wird er richtig schlauschig. Richtig schlubberig. Ist ja schön. So, also alles schön verrühren und noch ein bisschen von der Brühe mit reinmachen. So ein, zwei Kellen. Da zieht der Reis dann nachher noch mit weg und dann wird es in die Auflaufform eingefüllt. So, so, jetzt kann dann die ganze Masse in die Auflaufform rein. Und dann wird die ganze Sache noch ein bisschen mit Käse überbacken
Und glaubt mir, Leute, das ist echt lecker. So, und jetzt kommt dann der Rest von dem Käse hier noch oben drüber zum Überbacken. Würde eigentlich so auch schon reichen als Essen, aber nee. Wir haben uns damals, oder ich habe mir damals gedacht, nee, kann ruhig noch überbacken werden. Also wird die ganze Sache jetzt noch überbacken. Man gönnt sich ja sonst nichts. So. Jetzt kommt die ganze Sache bei 200 Grad. Ihr müsst euren Ofen ausprobieren, ob er 200 Grad braucht. Ich habe 200 Grad Umluft genommen und dann so 20, 30 Minuten, bis der Käse braun wird. Alles andere ist ja schon fertig. So sieht unser Auflauf jetzt dann so nach 20 Minuten aus. Wir haben den jetzt ein bisschen braun werden lassen. Alles andere war ja schon fertig gekocht. Ihr müsst es nur ein bisschen überbacken. Mehr braucht man ja nicht mehr. Hier seht ihr dann jetzt mal, wie der Auflauf von innen aussieht. Also ich finde es wirklich echt lecker. Probiert es mal aus. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird.